Was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn du dieses Geld veruntreust? Ansgar zeigt dich an, du kannst den Kredit nicht zurückzahlen und gehst vielleicht ins Gefängnis? Und hast du schon mal dran gedacht, was aus Maximilian wird, wenn du im Knast sitzt? Nach dieser Geschichte müsste ich dich eigentlich sofort feuern. Aber das wird ziemlich unklug, denn dann würde ich mein Geld nie wiedersehen. Also wirst du meine Angestellte bleiben. Ich werde übrigens einen Großteil deines ohnehin nicht allzu üppigen Salärs einbehalten. Vielleicht wollen wir ja noch was trinken. Kannst du vielleicht unterwegs eine Flasche Champagner besorgen? Das ist deine Chance. Sogar an den Champagner hast du gedacht. Klar. Martha, was genau machst du da? Martha? Ich war gerade auf dem Weg zur Tür. Auf allen Vieren? Ja, ich dachte, ja, ich wusste nicht, dass du so schnell kommst. Also nach Hause kommst, meine ich, mit einer Frau. Hey, Mappe ist da. Schlüssel habe ich auch hingelegt und Champagner habt ihr ja gefunden. Ich, muss dann auch schon längst hier weg sein. Tschüss, ne? Tschüss. Kannst du mir das erklären? Das war meine Assistentin. Ja, das war deine Assistentin. Warum? Ich dachte erst, es wäre deine Putzfrau, die bestraft wurde. Wie soll meine Assistentin denn aussehen? Ich weiß nicht. Mehr so wie ich vielleicht. So wie du? Wie soll ich mich denn da konzentrieren? Auch wieder wahr. Die lenkt dich bestimmt nicht von deiner Arbeit ab. Nee, stimmt nicht. Solange die Chance besteht, dass Hagen noch lebt, werde ich weiter nach ihm suchen lassen. Und kommst damit in Teufels Küche. Du hast das Geld von der Bank für den Wiederaufbau des Gestüts bekommen. Nicht für die Suche nach deinem Hagen. Ja, aber Ansgar hat den Kredit ausgelöst. Und ich habe das mit ihm geklärt. Ja, indem du jetzt hier quasi umsonst arbeitest, als Stallhelferin. Weil du bis zur Halskrause in Ansgars Schuld stehst. Glaubst du, das hat Hagen so gewollt? Hagen hätte vor allen Dingen nicht gewollt, dass ich ihn einfach so aufgebe. Außerdem arbeite ich gerne hier. Was denn? Hier bin ich wenigstens bei den Pferden. Das sind unsere Pferde. Und solange die hier sind, habe ich das Gefühl, dass auch noch ein Teil von Hagen hier ist. Hiermit bestätigen beide Parteien, dass der Kaufpreis gezahlt und auf dem Konto der Lahnsteinbank eingegangen ist. Der Unterschrift gehen somit alle Rennpferde, die aus ihnen gezogenen Fohlen, Sättel, Zaumzeug etc. in ihren Besitz über. Na, großartig. Wissen Sie schon, wann Sie die Gäule, ich meine die edlen Pferdchen, holen werden? Gleich heute. Schön. Hast du Dana über den Verkauf heute informiert? Klar, grundsätzlich schon. Ansgar, du weißt ganz genau, was ihr die Pferde bedeuten. Und was soll's? Sie sind nicht ihre. Hagen ist tot, sie ist nur eine Angestellte und mir fressen diese Gäule ein Loch in den Etat. Und deswegen sag ich, Galoppel, Galoppel. Scheint alles soweit korrekt zu sein. Gut. Dann lasse ich die Pferde mal für den Transport fertig machen. Irgendwas ist anders. Was soll das? Das ist es.
Was ist was? Kein Zwiebel- und kein Fettgeruch mehr. Was ist los, Burrito-Mädchen? Sind euch die Teigtaschen ausgegangen? Ich bin ausgezogen. Kann man aus einem Imbisswagen überhaupt ausziehen? Oh Gott, ihr habt euch getrennt? Nein, haben wir nicht. Zum Glück. Sonst müsstet ihr euch um die Fritteuse streiten. Und wo wohnst du jetzt? In dem Kiosk? Sehr witzig. Mit dem Schloss natürlich. Genauer gesagt, in der Suite, die du bis vor kurzem noch belegt hast. Schön hell, groß und sehr komfortabel. Allerdings müffelt es da immer noch ein bisschen, irgendwie billig. Woher das wohl kommt? So, jetzt reicht's. Hast du dir denn irgendein Limit gesetzt? Also, wie lange du die Suche fortsetzen willst? Bis das Geld aus ist. Und was ist, wenn das Geld aus ist? Was dann, Dana? Papa, jetzt lass mal. Entschuldige bitte, aber das muss doch mal gesagt werden. Ich gehe ran. Ja, Wolf? Hallo? Ja? Und wann? Gut, ich richte es hier aus. Wer war das? Das war Ansgar. Er hat die Pferde verkauft. Wann werden Sie abgeholt? Noch heute. Ja, dann. Mach ich mal alles für den Transport bereit. Entschuldige mich. Ich hab viel zu tun. Assistentin, die den Meister nicht von seiner Arbeit abhält! Entschuldigung. Ich will ran, ich weiß. You escape your magic arrow. Nicht wegen dem! I saw you reel the moon from Mars. Each captivated crooked smile. And you know you can heal them all. Your double diamond disposition. Gerade aber bist du weg? Ja. Zu dir. Echt? Zu mir? Emil, das mit unserem Streit, also was ich über den Burrito-Wagen gesagt habe und dass ich den Boiler kaputt gemacht habe, es tut mir leid. Ich weiß, dass es mit dem Imbiss eine Riesenchance für uns ist. Aber vor allem habe ich dich vermisst. Dich auch.
habe den ganzen Tag an nichts anderes denken können. Wirklich? Ja. An was hast du denn gedacht? Ich wusste ja, dass die Pferde verkauft werden. Jetzt geht's halt ein bisschen schneller. Dana, uns musst du doch nichts vormachen. Das Wichtigste ist, dass der Kredit bei Ansgar zurückbezahlt wird und die Suche nach Hagen weitergeht. Gut. Womit fangen wir an? Ihr müsst mir nicht helfen. Ich schaff das auch alleine. Das wissen wir. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir beiden dir trotzdem helfen werden. Was ist mit deiner Arbeit? Die kann warten. Stimmt. Papa und ich, wir helfen dir. Egal wobei. Wie wär's denn dann, wenn du schon mal die Stallboxen ausmistest? Hm? Ich? Damit? Damit. Und so, also ich müsste mich da schon erst mal und außerdem, ich hab das noch nicht, weiß überhaupt gar nicht. Marlene, das war ein Scherz. Ich muss noch ein paar Unterlagen für die Pferde zusammenkramen. Das tut mir ganz ehrlich. Ja, gut. Viel besser. Ich hol die Pferde von der Koppel. Hm? Ja, und ich such schon mal die Ordner raus. Ja. Was denkst du denn an, was ich gedacht habe? Intensiv und schmutzig? Mhm. Sehr intensiv und sehr schmutzig. Und wenn du jetzt mitkommst, zeige ich dir sämtliche Details. Ich habe eine bessere Idee. Okay. Wir nehmen uns ein Taxi, fahren zu mir, nehmen uns eine Flasche Shampoos und dann zeige ich dir, woran ich die ganze Zeit gedacht habe. Zu dir? Aufs Schloss? Ja. Warum? Naja, da gibt's ein großes Bad und ein noch größeres Bett und es riecht nicht überall nach Zwiebeln. Du weißt ganz genau, warum ich nicht mit auf euer Protschloss will. Außerdem warst du gerade auf dem Weg zu mir. Ja, zu dir. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich in so ein Prinzbett klemmen will. Das ist aber genau mein Zuhause. Das ist nicht dein Zuhause. Das ist ein Imbisswagen. Jetzt rafft es doch mal endlich, dass man da nicht auf Dauer leben kann. Auf Dauer? Wir hatten einen Plan und der Plan sah vor, dass ich Geld mit dem Imbiss verdiene, bis wir uns eine eigene Wohnung leisten können. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich auf solche wahnsinnig luxuriösen Dinge wie ein Bett und ein bequemes Bad verzichten möchte. Kommst du jetzt mit? Aufs Schloss. Vergiss es. Dann eben nicht. Gut, dann eben nicht. Dana, sag mal, das Fohlen, das Hagen und du gemeinsam großgezogen habt, wird das eigentlich auch verkauft? Dana? Hagen hätte nie zugelassen, dass Winslet verkauft wird. Ich kann sie doch nicht. Hey. Dieser Verkauf, das ist wirklich, wirklich unendlich traurig, aber doch nicht mehr aufzuhalten. Und du kannst am allerwenigsten dafür. Entschuldige mich. Ich brauche frische Luft. Ja. Hey, Martha, ich hab gehört, dass du da bist. Hey, du. Was ist denn passiert? Mhm. Hm? Zumindest hast du ja geweint. Mhm. Kann ich reinkommen? Möchtest du vielleicht auch einen Keks haben?
gemacht, Ed. Wieso das denn? Ich dick und doof bin. Ach, das ist so ein Quatsch und das weißt du auch. Ich hab mich so lächerlich gemacht. Ich hab echt gedacht, er mag mich. Dass er sich für mich interessiert. Ich bin anscheinend wirklich nur die pummelige, unscheinbare Assistentin, die nicht von der Arbeit abhält. Also ich glaube nicht, dass Juri so von ihr denkt. Doch. Ich hab's mit eigenen Ohren gehört. Wie, er hat gesagt, dass du pummelig und unscheinbar bist, oder was? Nein, nicht direkt. Aber dass ich nicht von der Arbeit abhalte. Das hat er gesagt. Zu einem Model. Also, es war so, er hat mich angerufen, ob ich ihm seine Mappe und eine Flasche Champagner vorbeibringen kann. Dann habe ich natürlich gedacht, dass er die Flasche Champagner mit dir trinken will. Ja. Aber stattdessen ist er mit einer anderen Frau aufgekreuzt. Oh Mann, das war so peinlich. Basketball gibt's keinen Körperkontakt. Willst du jetzt spielen oder labern, ne? Alter, was ist denn los mit dir? Nichts ist los. Komm, was ist dein Problem? Wie spät ist es, ha? Keine Ahnung, kurz vor fünf oder so. Kurz vor fünf? Das heißt, es sind genau 53 Stunden. Ich habe seit 53 Stunden keinen Sex mehr gehabt, verdammt. Ich hatte seit Wochen keinen Sex mehr. Na, arme Sau, bist du nicht mit der geilsten Frau der ganzen Welt verheiratet. Die ist leider mit Tristan zusammen. Oh. Weißt du, mit Kim? Ich und Kim, das hat immer gepasst. Wir waren immer scharf aufeinander. Versteh nicht dein Problem. Lässt sie dich nicht an dich ran oder habt ihr hier immer noch verkracht? Ja. Aber mittlerweile weiß ich, dass sie genauso runterleidet wie ich. Das ist schon mal ganz gut. Sie hat mir gesagt, dass ich ihr fehle. Ja, ist doch schon mal gut. Ja, aber ich soll. Sie will immer noch nicht in den Burritowagen zurück. Sie will, dass ich nach Königsbrunn gehe. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Verstehe, da geht's ums Prinzip. Sie müsste es mit mir durchziehen. Sie müsste für mich da sein. Was macht sie? Sie bricht ab und lässt mich mit dem Wagen alleine. Das ist doch scheiße. Ja, aber wenn sie schon sagt, dass du ihr fehlst, dann klopft sie bald bei dir an. Darfst du einfach nicht nachgeben. Nee, oder? Auf keinen Fall. Ja, wer braucht schon Sex, ha? Warum wollte ich überhaupt seine Assistentin werden? Bist du denn seine Assistentin geworden, damit du jeden Tag mit ihm zusammen sein kannst? Nein, ich wollte von deinem Besten lernen. Das verschließt ja eine riesige Chance. Wieso wahr? Das ist es doch immer noch. Ja, aber, oh Gott, wie soll das überhaupt funktionieren? Ich krieg da auf allen Vieren durch seine Wohnung, während er da über dieses Model herfällt. Ja, du hättest ihn mal sehen müssen, wie die mich angeguckt hat. Das wäre ich eine Kakerlake. Weil wenn ich jemandem sagen könnte, das war peinlich. Peinlich kann man überleben. Aber nach so einer Aktion, da möchte man einfach nur tot umfallen. Ja, oder in der Dusche durch den Abfluss gespült werden. Ja, aber da passe ich gar nicht durch. Oh Mann, ich muss kündigen. Ich kann nicht länger seine Assistentin sein. Vielleicht werde ich wieder nähern. Nein, Martha, du wirst nicht kündigen. Aber ich kann doch nicht ständig immer wieder mich vor ihm blamieren. Ja, das wirst du auch nicht. Du hast die Chance, von einem superbegabten Designer etwas zu lernen. Das ist das, was du immer wolltest. Ja, aber Martha, es ist ja, es ist saublöd, wenn man sich in jemanden verliebt hat, der diese Gefühle vielleicht nicht erwidert. Aber deswegen darfst du doch nicht alles hinschmeißen. Du bist so talentiert. Doch. Und ich weiß, dass du stark genug bist, Juri wieder gegenüberzutreten. Ich meine, du hast selbst gesagt, er weiß von deinen Gefühlen überhaupt nichts. Ja. Vielleicht hast du recht. Ich schaff das. Ja, ich werde eine richtig gute Designassistentin sein. Ja, das wirst du. Ja. Wir haben sie viel zu lange wie ein rohes Ei behandelt. Du siehst doch, wo das hingeführt hat. Sie wartet auf einen Toten. Das ist doch nicht normal. I see a red door and I want it painted.
colors anymore. I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Aber bitte, Papa, pack jetzt deine ganzen Gefühle und vor allem deinen Ärger und stopf ihn dahin zurück, wo er hergekommen ist, okay? Gibt's hier keinen Zucker? Irgendjemand muss ihr doch mal die Wahrheit sagen. Dana vertraut uns. Und sie vertraut vor allem darauf, dass wir immer hinter ihr stehen. Es geht auch freundlicher. Ich stehe doch hinter ihr. Dann zeig ihr das. Sei für sie da und tröste sie, wenn es ihr schlecht geht. Sie redet doch schon mit niemandem mehr, außer mit uns. Und willst du wirklich, dass sie damit auch noch aufhört und alles in sich reinfrisst? Wenn du so mit ihr redest, dann verlierst du sie. Versteh das doch. Sie verliert sich selbst. Ich weiß nicht, wie lange ich dabei noch zusehen kann. Alles wird gut, meine Kleine. Hör mal zu, ich muss dich jetzt kurz pieksen, aber das wird gar nicht wehtun. Das macht dich nur ein bisschen müde. Mehr nicht, hörst du? Dass damit du hierbleiben kannst. In dem Zustand werden sie dich nicht mitnehmen. Kann ich doch nicht auch noch verlieren. Kannst du nur auf Königsbrunn sehen. Na bitte, geht doch. Aber das ist fies. Das ist fies. Okay, Kumpel, gut bleiben. Darum geht es. Nur darum.
Fromholm war gestern. Wie Oma Käthe immer sagte, kneif den Arsch zusammen, Mädchen. Sehr gut. Darum, es ist nur beruflich, nicht persönlich. Nicht persönlich, was denn? Martha. Hallo. Hier, Neuentwurf. Danke für den Champagner. Gern geschehen. Ach, ich habe nicht gewusst, dass du noch da bist. Na, ich bin leicht zu übersehen. Hätte ich dir sagen sollen, dass ich noch Besuch kriege? Nö, hast du ja vorher gesagt. Hast du ja mit dem Telefon gesagt, meine ich das. Ihr noch was trinken wollt nachher. Also, und wenn es nachher, dann gibt es natürlich auch ein Vorher. Ne? Und deswegen hätte ich eigentlich wissen müssen, dass du da nicht alleine, sondern dass du in Begleitung kommst. Ich hätte das wirklich wissen müssen. Ja. Stimmt. Jetzt hast du wenigstens eine Party-Anekdote, die du erzählen kannst. Meine peinlichsten Momente mit meinem Chef. Ja, nächstes Mal bringe ich dann noch einen Bodenwischer mit, ne? Damit das ganze Rumkriechen auch einen Sinn hat. So, hier kommt der Letzte. Das ist Pelander. Der lernt ein bisschen. Der fehlt noch ein Fohlen. Winstead. Ja, meine Schwester müsste sofort mit ihr hier sein. Was ist, wenn sie abgehauen ist? Das würde ich ja eh nicht sehen. Ich habe ein paar Mal versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht an ihr Telefon. Ich gehe sie suchen. Ja. Musste Winstead noch von der Weide holen, tut mir leid. Du wirst es bestimmt ganz gut haben in deinem neuen Zuhause. Versprochen. Ich kann das nicht. Ja, sag ich ihm. Dankeschön. Ja. Juri, das war gerade der Empfang. Unten wartet jemand auf dich. Eine Frau Kleef? Ja. Vanessa Kleef. Jemand Wichtiges? Vanessa? Das ist die, die vorhin bei mir war. Ja, dann sie will ich sprechen. Keine Zeit. Das war eine einmalige Geschichte. Aber... Bist du meine Assistentin oder nicht? Ja, klar. Wimmeln Sie ab. Hast du jetzt hinter dir? Jetzt sind sie auch noch alle weg. Ich kann da nicht mehr reingehen. Was war das? Was war was? Das war Winslet. Winslet?
Dana, hey. Hey, sie haben Winston doch gerade abgeholt. Mensch, ich kann mir wirklich vorstellen, sie wegzugeben. Das muss das Schlimmste von allem gewesen sein. Aber ach, und danke, dass ich bei euch duschen durfte. Klar, eine kalte Dusche hilft doch immer. Geht so. So, Junge, das war's. Ah. Ich hab gewonnen. Achso, na dann, Glückwunsch. Ein Bierchen? Immer. Oder nein, weißt du, ich glaube, ich gehe besser. Danke nochmal. Wo willst du denn hin? Zu Kim, habe ich mir gedacht. Alter, ich halte es einfach nicht länger aus. Musst du aber. Wenn du jetzt kleinen Ball gibst, dann wirst du immer nach ihrer Pfeife tanzen. Mann, du musst jetzt durchhalten, dann wird sie schon einknicken. Dieser ganze Emanzipationsquatsch ist ja gut und schön, aber Frauen sind nun mal das schwächere Geschlecht, ist so. Also ich frage mich einfach, ob sie genauso am Rad dreht wie ich. Ja, klar. Du musst jetzt nur stark bleiben. Weißt du, was hilft? Du stellst dir jetzt vor, wie sie da im Bett liegt und alleine auf dich wartet, dass du endlich zu ihr kommst. Alter, und das soll helfen, oder was? Deswegen stellst du dir auch vor, wie es wirklich ist. Du kommst auf dem Schloss an und dort wartet schon Ansgar auf dich. Der dir sagt, was für ein Versager du bist und dass du überhaupt nicht zu seiner Tochter passt. Bla, bla, bla. Du hast recht. Ja, klar. Weil ich das alles nämlich schon hinter mir habe. Ich will, muss er schon selbst herkommen. Hi. Hi. Alles in Ordnung? Ja. Wolltest du nicht gerade gehen? Ja, also, nein. Vielleicht. Mein sturer Ehemann will nicht zu mir nach Königsbrunn kommen. Der Stolz der Arbeiterklasse. Bella ist es auch lieber, wenn wir bei ihr sind. Und jetzt überlegst du, ob du zu ihm fährst, aber eigentlich willst du nicht nachgeben. Genau. Du kannst natürlich alle 5 Minuten rausgehen und schauen, ob er kommt, aber... Nein. Weißt du was? Ich bin gerade auf dem Weg ins No Limits und wenn du Lust hast, komm mit. Wir haben geschlossene Gesellschaft. Könnte dich auf andere Gedanken bringen. Gib mir 5 Minuten. Weißt du, ich dachte, so lange Winslet hier ist. Sie hat Hagen und mich schon einmal zusammengebracht. Winslet ist für uns viel mehr als nur ein Fohlen. Wir haben so viel mit ihr erlebt. So viel, was mich an unsere Zeit erinnert. Was wir zusammen erlebt haben. Und alles, was wir noch vorhaben. Sie ist unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Ziehen zu lassen. Winslet und Hagen. Noch von heute Morgen. Nur von hinten und ein bisschen tiefer gelegt, was? Ja, witzig. Wo ist Juri? Er hat leider keine Zeit. Dann sag ihm, dass ich hier auf ihn warte. Ja, das weiß er.
Aber er hat trotzdem keine Zeit. Und später auch nicht. In den nächsten Tagen hat er auch keine Zeit. Er wird sich wahrscheinlich wieder bei dir melden, wenn er wieder Zeit hat. Oder auch nicht. Ich halte mich da raus. Auf jeden Fall, es macht keinen Sinn zu warten. Also, hier zu warten. Schneckchen, hör mal zu. Ich lasse mich garantiert nicht von so einer popligen Assistentin abservieren, ja? Nein. Es ist Juri, der dich abserviert. Das verstehe ich jetzt nicht. Es war nämlich super schön heute Morgen und er war so leidenschaftlich und zärtlich. Mhm. Naja, er hat gerade gesagt, dass es nur eine einmalige Sache war. Ja, das kann nicht sein. Wir passen perfekt zusammen. Und das wird er garantiert auch spielen. Das ist ganz schön mies. Ich weiß. Es tut mir leid. Warte mal kurz. Kannst du wenigstens was von mir ausrichten? Mhm. So, jetzt wird noch ein richtiger Männerabend draus, hä? Du, ich hab gar nicht so richtig Hunger. Hey, falsche Einstellung. Du musst was essen. Dann wandert das Blut nämlich direkt in den Magen und nicht in den... Du weißt schon. Kapiert? Bier und Mampf. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein, hä? Weißt du, was ich mich frage? Warum Frauen nicht einfach die einfachen Dinge des Lebens genießen können? Luxus, wer braucht das? Wozu das alles? Ich habe auch immer gedacht, Bella steht nicht auf sowas. Aber kaum kommt dieser Fatzke mit seinem Cabrio vorbeigefahren. Oh, Tristan. Augen wie Unterteller. Bei dir und Kim ist das übrigens nicht anders. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber das ist, als wenn man Ananas auf eine Thunfischpizza packt. Jetzt mal ganz kurz. Kim und ich, wir passen perfekt zusammen, okay? Ananas und Thunfisch. Ich habe schon mal Ananas und Thunfisch zusammen gegessen und gerade diese Gegensätze, die machen das Ganze erst perfekt. Weißt du, ich weiß doch, dass Kim sich nach mir sehnt, sonst hätte sie mir nicht so ein Bild geschickt. Wahrscheinlich sitzt sie gerade allein in ihrem Zimmer und vergeht vor Sehnsucht. Du hast recht. Ich muss einfach noch ein bisschen warten. Weißt du, das Leben auf dem Schloss ist total langweilig und leer. Da kann sie Luxus haben, so viel sie will. Ohne mich hat das alles keine Bedeutung. Und wahrscheinlich hockt sie jetzt gerade vor meinem Imbisswagen und kratzt an der Tür. Dein Chef ist, dann soll er deine blöden Dekoschnecken selber entsorgen. Wenn du dich in ihn verknallt hast, dann musst du noch längst nicht alles für ihn machen. Genau. Und das werde ich ihm jetzt auch sagen. Obwohl, das mit dem Verknalltsein besser nicht. Also diese ganze Blut-im-Magen-Nummer, die funktioniert bei mir nicht. Weißt du was, ich fahr jetzt wieder aufs Schloss. Fürchte, sie ist aber nicht auf Königsbrunn. Wie jetzt? Ist sie nicht? Nee. Und woher weißt du das? Ich bin gerade auf ihrem Profil. Kim Wolf ist jetzt im No Limits. Hier, schau mal, sie hat sogar ein Foto gepostet.
Ich sag doch, Thunfisch und Ananas. Hast du sie abserviert? Ja. Danke. Und ich soll dir noch etwas sagen. Und zwar, dass sie in dem Moment eurer Vereinigung das Besondere gespürt hat und dass sie glaubt, dass ihr ein perfektes Paar hättet werden können. Und es war total fies und gemein, sie so abzuservieren. Hat sie das gesagt? Nein, das sage ich. Wenn du das nächste Mal eines seiner Betthäschen abservieren willst, ja, dann mach das gefälligst selber. Ja? Mich da vorzuschicken, das war fies und gemein. Ich bin hier, um mit dir zu arbeiten und nicht um dein Privatleben zu organisieren. Verstanden? Für sowas keine Zeit. So ein Quatsch! Du hast dich doch nur davor drücken wollen, dieser Frau aus dem Weg zu gehen. Aber wenn man so oft Frauen abschleppt, dann sollte man es vielleicht vorher klären. Da hast du nachher kein Problem und ich auch nicht. Das war das erste und letzte Mal. Das wollte ich nur gesagt haben. Danke. Was? Keiner sagt mir jemals die Wahrheit ins Gesicht. Die trauen sich alle nicht. Du bist ein echter Kumpel. Kumpel. Wiederkommen.